Hier mal wieder euer ABO. Wie könnte es anders sein? Bin mal wieder draußen am See mit den üblichen Verdächtigen. Bisher richtig geiles Wetter. Jetzt zwar gerade ein bisschen wolkig, aber die Sonne brezelt heute schon den ganzen Tag richtig schön runter. Also, ja, der goldene September eben. Ja, wie eigentlich die letzten Wochen enden, wo ich draußen war, werde ich jetzt erstmal wieder einen auf Boilie vorbereiten. Und in der Zwischenzeit versuche ich mit der anderen Route ein paar Köfis zu erwischen. Und mit Raubfisch gebe ich mich immer noch nicht geschlagen, auch wenn es in letzter Zeit nicht gut geklappt hat. Aber es wird weiter probiert und irgendwann werde ich doch mal wieder Glück haben. In diesem Sinne, drückt mir die Daumen. Okay, die erste Stelle, wo ich heute die Boilie-Route ablegen will, da habe ich mit ihm abgesprochen und mit unserem Fischgott Mr. X mal diskutiert. Gemeint er erst mal eine Eingebung für mich und er hat gemeint, ich soll mein Boilie in diesem Bereich ablegen. Also hier sieht man, wo der Biber gebrütet hat, ein bisschen links davon. Also zwar ein bisschen aufpassen, da ist ein Haufen Totholz im Wasser, aber eben in diesem Bereich ablegen und da geht was Großes. Ich bin gespannt. Boilies nehme ich wieder die Color Fruity von Successful. Da habe ich noch ein paar, die will ich das Wochenende mal loswerden. Bin ja auch ganz zufrieden mit denen eigentlich. Ja, da kommt also die erste Route hin. Köderfischmontage, kleines Bärchen, Haken habe ich in den Kopf gesetzt mit Durchlaufröhrchen und Tiroler Hölzel und das legen wir mal ab. Moin. Ja, abgesehen, am Wochenende wieder ganz gut gelaufen eigentlich. Zumindest bei manchen. Bei mir zumindest Boilie ging nichts. Da war die Eingebung von Mr. X ein bisschen schlecht. Aber gut, bei mir ist Feederkorb und auf Köderfisch ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Hatte zwei schöne Schleien, ein paar Bärchen, ein paar Rotfedern. War ganz cool. Karpfen, ja, Kevin gut losgelegt das Wochenende. Vor allem das Schöne ist, dass unser Quasimodo mal wieder gefangen wurde.
er lebt noch, er schwimmt noch. Das freut natürlich immer. Ja, ansonsten war geiles Wetter. Definitiv cooles Wochenende. Ja, mal schauen, ob das nächste Wochenende so weitergeht. Da ist von unserem Verein aus das Abangeln. Ja, mal gespannt, wie es da wieder läuft. Ob sich die Tradition fortsetzt und nichts gefangen wird. Oder ob wir doch mal Glück haben und vielleicht mal einen Preis gewinnen. Wir werden sehen. Macht's gut. Bis bald. Euer ABO.